Hi zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute einen kleinen Vlog für euch. Das ist ja eher untypisch für mich. Aber ich dachte, ich zeige euch heute mal, wie wir unseren Weihnachtsbaum aufbauen. Es ist Sonntag, es tut mir leid, ich habe so ein bisschen meine Sprache verloren. Ich zeige euch auf jeden Fall, wie wir unseren Weihnachtsbaum geschmückt haben und wie ihr aus einem günstigen Weihnachtsbaum, wir haben unseren Weihnachtsbaum vom Action, wie man den schön aufpimpen kann, weil ihr seht bestimmt bei den ganzen anderen YouTubern, dass die alle diesen wunderschönen Weihnachtsbaum haben, der so beschneit aussieht. Und das mache ich mit euch aber nur viel, viel günstiger, weil ich glaube, der Baum von denen kostet um die 100, 120 Euro. Und wir machen das für 26 Euro. Also bleibt gespannt und dann zeige ich euch noch ein bisschen meine Weihnachtsdeko, was ich hier so in der Wohnung gemacht habe. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde mich das natürlich sehr, sehr freuen. Viel Spaß bei dem Video. I don't want a lot for Christmas. Unser Tannenbaum ist jetzt fertig geschmückt und wie gesagt, wir haben da jetzt ganz einfach mit diesem Snow Spray, den gibt es beim Action für, ich glaube, 1-2 Euro, einfach den Baum jetzt besprüht. Ich zeige euch das nochmal. Also da könnt ihr natürlich so viel machen, wie ihr wollt und ich finde das so richtig, richtig schön. Und so könnt ihr euren Tannenbaum, der vielleicht jetzt nicht so hochqualitativ aussieht, wirklich aufpimpen. Und ja, das war unser Tannenbaum. Und jetzt machen wir noch das Licht an. Oh, ich bin gespannt. Tada! Unser Tannenbaum. Ihr könnt ihn natürlich jetzt auch noch so ein bisschen höher stellen. Unsere ist jetzt noch ein bisschen niedrig, aber er gefällt mir richtig, richtig gut. Gerade weil ich das so angesprüht habe. Ja, richtig schön. So, jetzt kommen wir zu meiner Weihnachtsdeko. Ich habe eigentlich gar nicht so viel. Und das meiste habe ich auch tatsächlich vom Action. Und das werde ich euch jetzt einmal zeigen. Das ist meine Tischdeko fürs Wohnzimmer. Da habe ich dann halt einfach so Tannenzweigen habe ich noch aus dem Garten gesammelt. Dann den Baum, den kennt ihr ja von meinem Action Hall. Und dann auch, das habe ich glaube ich noch vom letzten Jahr, ein bisschen Moos. Und dann einfach eine Kerze habe ich dann hier reingestellt. Dann habe ich hier im Tannenbaum, habe ich hier auch nochmal so ein Band gekauft für dazwischendurch. Ihr könnt natürlich auch große Schleifen machen, aber irgendwie sah das jetzt bei mir nicht aus. Deswegen habe ich die jetzt so da reingelegt, damit das noch so ein bisschen fülliger aussieht.
Dann habe ich hier am Fenster auch noch eine Lichterkette. Draußen habe ich auch noch einen Tannenbaum stehen, den kann man auch anmachen. Dann habe ich hier auch noch einen Tannenbaum stehen. Noch Merry Christmas. Genau, dann habe ich noch für unseren Kamin, habe ich hier so Kerzen reingestellt. Da könnte man natürlich auch ganz große weiße Kerzen reinstellen, das wollte ich auch mal machen. Also ganz viele verschiedene große weiße Kerzen, das finde ich auch richtig schön. Dann habe ich hier um unsere Tür, oh nein, der Sammy möchte rein. Sammy, hier, komm rein, kalt draußen. It's cold outside, baby. So, dann habe ich hier um die Tür noch so eine Girlande. Die gab es irgendwann mal beim Aldi. Das finde ich auch schön. Das macht hier so eine richtig schöne weihnachtliche Stimmung mit dem Licht. Dann habe ich hier noch den Rudolf sitzen. Und den Sammy. Ne, Sammy? Ja. Dann habe ich hier noch einen Tannenbaum stehen. Draußen sitzt der Shaggy. Dem ist auch zu kalt, der kommt jetzt auch bestimmt wieder rein. Ja, sag ich doch. Komm, rein in die gute Stube. Ja, und dann habe ich hier noch meine Fenster alle besprüht. Hier und dann noch in der Küche und im Wohnzimmer. Das finde ich auch, das ist immer so richtig schön urig. Und es sieht halt immer aus, als wenn draußen, so aus dem Augenwinkel, denkt man immer, es hat geschneit. Und das mag ich auch total gerne. Ja, dann habe ich hier in der Küche noch ein bisschen was stehen. Wir unseren Süßigkeiten-Teller, noch ganz viele Sachen und unseren Adventskalender vom Ikea. Sachen, die wir geschenkt gekriegt haben. Ein Blumenstrauß von meiner besten Freundin, die hat uns letztens besucht. Und dann noch hier eine Spieluhr. Und dann haben wir hier oben im Schrank noch Merry Christmas, den Adventskalender vom Teewicht, und ich kann euch nur sagen, ich kann euch den nur empfehlen. Da ist so, so leckerer Tee drin. Das ist so ein Adventskalender, den habe ich gewonnen beim Teewicht. Und da holt man dann jeden Tag einen Tee raus. Der ist einfach nur mega, mega lecker. Ihr müsst auf jeden Fall mal den Tee vom Teewicht probieren. Dann habe ich hier noch Nikolaus stehen. Und das war's auch schon.